Ungeachtet der Corona-Krise hat US-Präsident Donald Trump bei einer Zeremonie zum Unabhängigkeitstag am Mount Rushmore die Überlegenheit seines Landes betont. Die USA seien, so wörtlich, das gerechteste und außerordentlichste Land, das jemals auf der Erde existiert hat, sagte Trump vor tausenden Menschen. Zudem attackierte er die Demonstranten, die in den USA seit Wochen gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstrieren. Bei den Protesten waren unter anderem Statuen von Persönlichkeiten, die im Sklavenhandel beteiligt waren, gestürzt worden. Wir erleben eine Kampagne, die darauf abzielt, unsere Geschichte auszulöschen, unsere Helden zu diffamieren, unsere Werte zu unterdrücken und unsere Kinder zu indoktrinieren. Wütende Mobs versuchen, die Statuen unserer Gründerväter zu zerstören, unsere heiligsten Denkmäler zu entstellen und eine Welle von Gewalt in unseren Städten auszulösen. In die Felsen im Bundesstaat South Dakota sind die Konterfeis der vier bedeutenden früheren US-Präsidenten George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincoln gehauen. Zu Trumps Rede und einem Feuerwerk hatten sich dort zahlreiche Menschen versammelt, die wenigsten von ihnen trugen Masken. Das neuartige Coronavirus breitet sich in den USA weiter stark aus. Kurz vor Trumps Rede meldete die Johns Hopkins Universität einen neuen Höchststand der täglichen Corona-Neuinfektionen. Demnach wurden binnen 24 Stunden fast 60.000 neue Fälle registriert.